Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt und einer zweiten Staffel. Und zwar spielen wir heute The Evil Within 2. Wer den ersten Part verpasst hat, kann sich den auf jeden Fall vorher geben, weil ich nicht weiß, ob das Spiel, das was wir jetzt spielen, auf dem anderen Spiel aufbaut. Ne? Vielleicht ist es wichtig, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir streamen das ganze Spiel auch auf Twitch, falls ihr auch mal mit dabei sein wollt und miträtseln wollt und euch daran beteiligen wollt, wie das ganze Spielverlauf so seinen Werdegang nimmt, dann schaltet gerne ein. Montag streamen wir jeden Montag um 17.30 Uhr bei Twitch. Ich blende euch das mal hier ein. So, genug Werbung für Twitch und wir starten einfach mal das Spiel. Nein, nein, das kann nicht sein! Ja, und damit starten wir hier das Spiel und sind anscheinend Sebastian Castellanos, würde ich jetzt behaupten. Weil er stand jetzt gerade unten im Titel drin, ne, in dem Untertitel. Ja. Oh Gott, Lilly! Ah. Sebastian. Lilly? Oh, warte mal. Oh, ich weiß gar nicht mehr, ist Lilly unsere Frau? Also muss ja. E öffnen. Also bitte macht das nicht niemals in ein Haus rein und vor allen Dingen nicht so die Türen öffnen. Okay, das Spiel sagt uns, wir sollen hier hin. Um die Schiebetür zu öffnen? Scheiße! Okay. Lilly, ich bin hier! Wo bist du? Oder ist Lilly unsere... Oh Gott, ist sie etwa oben? Okay. Also, okay, da kommen wir nicht mehr durch. Und... Kann er auch rennen? Nee, wie kann konnte das passieren? Ich weiß nicht, ob ich die Tür öffnen möchte. Okay, wir müssen sie öffnen. Gut, 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 gut. Papa, Hilfe! Okay, Lilly ist unsere Tochter. Scheiße, okay. Komme, Lilly! Halt durch! Ja, denn beeil dich doch, Junge! Er macht einen Spaziergang! Ich bin hier, Lilly. Ich bin hier. Wo bist du denn? Ich muss wahrscheinlich... Ja, okay. Steuerung links drücken. Okay. Cool. Okay, hier scheint Lilly zu sein. Mal auf. Lilly! Komm jetzt raus! Lilly! Wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Fängt ja schon heftig an. Wir haben anscheinend unser Kind verloren. Das ist nicht schön. Gott. Kidman. Kidman? Oh, es ist Kidman. Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Es sind sie? Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. Mobius.
Oh oh, das war jetzt falsches Stichwort. Ich bin deswegen hier. Woher hast du das? Lily ist am Leben. Huh? What? Lily ist tot! Ich habe den Bericht gelesen! Ich war auf ihrer Beerdigung! Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Ja, weil du irgendwas anderes willst. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Was? Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Ja, anscheinend nicht. Aber nicht wir so. Haben keine Zeit für diesen Quatsch. Wir brauchen dich. Lily braucht dich. Also, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass... Also, Lily, glaube ich, ist nur ein Vorwand. Weil sie irgendwas mit ihm vorhaben. Sebastian? Du bist wach. Gut. Ja. Wo sind wir? Super. Wo sind wir? Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. Sieht aus wie ein U-Bahn-Tunnel. Dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Klar. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Ey, wieder so ein Experiment. Ey, wieder so ein Ding. Der Vorfall in der Beacon Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Ja. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Er redet mit mir. Bist du? Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Hä? Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Also, ich weiß nicht. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Ja. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lily verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stem-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt. Und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas, von dem Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Sie können sie retten oder sterben lassen. Ihre Wahl. Ah. Haben wir wirklich die Wahl? Ja, anscheinend nicht. Viel Glück, Sebastian. Alter, jetzt nimm mir an so einem Experiment teil.
Versuch, mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lily findest. Damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da. Genau. Ja, dieser USB-Stick einfach mal stecken. Und das wird dort drin für dich da sein. Bereit? Wie? Was? Das wird nicht gut enden, Freunde. Und vor allen Dingen... Geht's nur mir so oder kommt mir Sei das vor wie... Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Wie bei der Matrix. Stem-Eintritt in 3, 2, 1. Okay. Ist das? Wo bin ich? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. So, und wir sollen sprinten. Okay. Was? Oh no. Ich sag nicht, dass wir wieder so ein Flashback bekommen mit dem brennenden Haus, wie gerade eben. Papa, hilf mir! Scheiße. Ich komme, Lilly! Papa! Ja, dann renn doch weiter! Und weg ist das Haus. Es ist schwer, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Was geht hier nur vor sich? Detective, wir haben ist ja wieder Leuchtturm. Aus dem ersten Teil. Ja, hier, Becken. Das ist sweet. Okay. Ein Telefon. Ja, dann gehen wir doch mal ran. Hallo? Jemand da? Was ist denn da für ein Telefon? Was zur... Hallo? Hallo? Kidman? Was? Reiß dich zusammen, Sebastian. Du bist drin. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Wie ein höllischer Kater. Keine Sorge. Es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Dieses Aha. Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind denn meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Ja, also für mich ist alles unbekannt hier. Genau, da. Achso, untersuchen. Hier ja, sind hab ich, Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja,
Sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stam. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lily. Aha. Diese Stam-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lily zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Okay. Also wir sollen jetzt, Also wir sollen jetzt hier wirklich gucken nach dem vermissten... Suche nach dem Stem... Was? Suche im Stem nach den Mitgliedern im Möbius-Suchteam und Hinweise auf Lillys Verbleib zu finden. Ich sag euch, das mit Lily ist ein Vorwand. Es ist mit dem Rest zusammen im Haus verbrannt. Das wird so nicht passieren. Meine erste Belobigung fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Vor allem, warum sollen wir jetzt das Suchteam da rausholen und das Expertenteam? Was sollen wir denn noch alles machen? Ja, können die da nicht irgendwie andere Leute hinschicken? Nee, dann nehmen sie mich als Vorwand, weil ich kenn's ja schon. Ich war ja schon mal hier anscheinend in so einem Ding drinne. Und bin ja erfolgreich rausgekommen. Warum ist da die Katze aus dem DLC von The Evil Within, wo wir Kidman gespielt haben? Ja, genau, du hast es... Eine Katze? Ja. Ich hatte doch noch nie eine... Nee, das ist, glaube ich, auch irgendwie eine Mischung aus Kidman und, ne, und deiner Überraschung. Das gucken wir uns jetzt hier an. Ein Dia-Projektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Dia, als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras, sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufern zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor von Sebastians Zimmer angesehen werden. Okay. So, das heißt, wir können uns jetzt eine nice Dia-Show gönnen, oder was, oder wie? Mit einem Dia. So. Okay. Gut. Ah, Familienfotos. Na, ist ja ein Träumchen. Was macht dieses Tier? Naja, egal. Gut, dann gucken wir uns mal weiter um. Was mautst du denn jetzt hier rum? Katze mit roten Augen, auch krass. Ein Spiegel. Ach no! Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Wäre eine normale Tür zu viel verlangt gewesen. Ey, jetzt fangen wir wieder an mit diesen Teleportationsspiegeln. Wo wir denn in diese, ich weiß noch, was sind wir in diese Beacon-Nervenklinik. Oh Gott, das war nie gut. Speicherterminals. An Speicherterminals kannst du dir deinen Fortschritt jederzeit speichern. Du findest sie in Unterstupfen und in Sebastians Zimmer. In Sebastians Zimmer habe ich die noch gar nicht gesehen. Da muss ich noch mal gucken gehen. Okay. Mach dein Büro halt so auf, wenn du es möchtest. Ja, hier ist doch gar kein Speicherdings. Na gut. Sagt ja noch was zu den Dias? Nee, leider nicht. Oder gab es da einen Punkt für? Nee, ne? Ah, okay. Ich war gerade verwirrt. Gut, dann speichern wir mal. Mit dem Walkie-Talkie. Haben wir schon mal gesaved. Jetzt können wir das hier untersuchen. Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Ich will das nicht. Warum? Ich bin gespannt, wo wir jetzt landen. Oh. Okay, Flashback. Bei uns im Haus. Oh nein. Was ist los? Lily, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Oh no. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Okay.
Jetzt geht's uns nicht mehr so gut. Sebastian? Ja, ja, ja. Was ist los? Alles in Ordnung? Migräne. Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Okay. Warum sind wir jetzt schon wieder in dieser fiesen Dunkelheit? Ist das der richtige Ort? Wo sind wir? Hallo? Ist da wer? Was zum... Ja, ich würde sagen, es ist ein dezenter Hinweis, wohin wir gehen sollen. Aber... Oh Gott, wir haben wieder eine Ausdauer. Oh Gott, das... Das heißt doch nichts Gutes. Boah, die Tür ist sogar aufgegangen. Lol. Nee, ist sie nicht. Hä? Okay, wir gucken jetzt noch, ob wir hier reinkommen. Nope. Okay, cool, 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 cool. Dann gehen wir einfach mal gucken, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ein Bild von einer weiteren Tür. Ja. Warum? Lol. William Baker. William Baker ist der erste hier Mitarbeiter von, den wir befreien sollen. Haben wir vorhin auf den Fotos gesehen. Muss ich jetzt hier rein? Okay. Taschenlampe. Taschenlampe ist... Ja, auf jeden Fall. Apropos Taschenlampe. Ja. Bei mir ist ja immer super dunkel, deswegen machen wir es mal bei mir mal minimal heller. Zumindest am Monitor. So, okay. Ja, klasse. Kann ich hier rein? No. Okay. Was zur Hölle? What? Was ist... Wie? Also... Der... gehört doch zum Suchteam. Baker. Und der ist jetzt in der Schleife und kriegt jedes Mal einen Headshot? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Okay, ich kann nur zurück. Ich kann mit nichts interagieren. Hier bei ihm. Okay. Können wir ihn retten? Wow. Was kann ich jetzt machen? Der Anführer des Teams. Der Anführer des Teams, okay, okay, okay. Direkt durch den Kopf. Oh Gott. Ja, und kann ich jetzt irgendwie vielleicht diesen Vorfall verhindern, damit er mir hilft? Oder vielleicht nicht stirbt? Okay, kann ich hier wieder raus? Nein, okay. Wie kann ich mir jetzt helfen? Ich würde... Also... Hey.
Okay, wir gehen mal ins... Warum ist die Musik jetzt auf einmal ausgegangen? Oh no, so viele Möglichkeiten. Und ich kann dem Typen nicht helfen, ich weiß nicht wie. Das ist... Okay, soll das Badezimmer sein? Oh, ist ja auch gar nicht verwinkelt hier. Ich glaube nicht, dass wir ihn retten können, aber der Effekt ist gut in Szene gesetzt. Oh ja. Ach, guck mal. Ja, ich weiß, was wir gleich verschieben dürfen. Und zwar den Schrank. So, währenddessen wollen wir uns aber nochmal ganz kurz hier umgucken. Können wir denn hier irgendwie was öffnen? Geht das? Vor allem, ich habe auch keine Waffe. Könnten wir einen Revolver bekommen oder irgendwas? Sowas zum Beispiel? Information, 1 von 40. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Foto von William Baker. Baker, Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein, aber wie ist so etwas überhaupt möglich? Ja. Ja. Gute Frage. Okay, dann werden wir jetzt erstmal den Schrank verschieben, um mal gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Ja, dahinter ist eine Tür. Da sollte niemand heraus. Oder hinein. Ja, wir wollen hinein. Komm. Schieb es beiseite. Achso, ist aber noch nicht mal eine Tür. Ist einfach nur wirklich ohne Tür einfach... Okay, zum Durchgang. Okay. Ja. Oh, das sieht schon wieder so riesig aus. Also hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Wäre auch zu schön gewesen. Na dann gucken wir uns doch mal das Treppenhaus da hinten so ein bisschen an und schauen mal. Oh Gott. Wirklich? Okay. Telefon. Ist da jetzt Kidman wieder dran? Hallo? Scheiße. Wer war das? Was war das denn jetzt? Das war Stevie, der hat einen Scherzanruf gemacht. Einfach so, hehehehe, und wieder aufgelegt. Oh Gott. Manuela Roberto. Okay. Hier kann ich aber noch nicht durch. Gut, das heißt, wir müssen nach oben. Wobei, warte mal, wir gucken erstmal nochmal ganz kurz hier hinten in die Ecke. Aber hier ist auch noch nichts. Okay, gut. Dann ab nach oben. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie was Schönes finden. Dieses wunderschöne Bild von der Hand, die spazieren geht. Das kann man machen. Muss man, ah ja, genau. Jetzt hat er wieder keine Ausdauer. Der, oh ja. Oh, das wird wieder spaßig. Das ist dann so bei einer Flucht. Ah, das Bild. Wird das wieder sehr aufregend. Wie hoch können wir eigentlich? Komm, wir gucken uns erstmal das Treppenhaus in Ruhe an. Mal gucken, was wir hier noch so Schönes entdecken. Oder ob wir noch was entdecken. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, okay. Gut, gucken wir uns dann erstmal das Foto unten an, würde ich sagen, bevor wir da durchgehen. Gott, das ist ja wieder so groß und verwinkelt und... Ja, nun läuft er drunter durch. So. Informationen. Verzierter Brief an Bewerber S.V. Herzlichen Glückwunsch. Wahrheitssuchender, danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissenschaftsstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen MU-Center, um vom Bewerber auf Probe zum MU-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Okay. Handschriftlich auf der Rückseite des Umschlags vermerkt: Lügen! Alles Lügen!
Achso, und das war's. Okay. Gut. Und das heißt jetzt? Jetzt was? Okay, wir haben die Info auf jeden Fall geholt. Hört sich ein bisschen nach einer Sekte an. Ich bin ehrlich. So, nächste Reinigungszeremonie und so. Weiß ich nicht, ob ich daran teilnehmen möchte. Ich würde sagen, nope. Aber Sebastian sagt natürlich, vielleicht ja. Also, er weiß es nicht. So genau. Warum ist da jetzt gerade kurz das Licht ausgegangen? Hallo? Aha. Ein Moo-Center, okay. Moo-Center. Was passiert da? Was war das? Scheiße. Ich weiß nicht, was das war. In Deckung gehen und die Deckung verlassen. Leertaste halten. Was? In Deckung gehen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol, Abbildung 1. Ah, okay. Erscheint, wenn du dich vor einer gütigen Deckung befindest. Okay. An der Deckung entlang, via SAD. Okay, wenn du in der Nähe der Ecke bist, kannst du bewegen, dich okay, in die Richtung, um dich umzudrehen, ohne so die Deckung zu verlassen. Okay, cool. Das heißt, wir können jetzt hier... Da ist ja gar keiner. Nee. Okay. Wer zum Teufel war das? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Du brauchst nicht mehr schleichen. Und jetzt können wir hier auch wieder bei ihm hier einfach hinzukommen. Wie der Anführer des Teams. Ja. Alt. Okay, das haben die aber wirklich gut gemacht. Also grafisch ist das Spiel sowieso nicht schlecht. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir echt gut. Ich weiß nicht, ob das immer so clever ist, so laut zu sein. Aber okay. Und warum hängen hier Bilder? Oder, also hängen ist gut gesagt. Warum schweben hier die Bilder? Einfach an... Ich muss einen Weg herausfinden. Kann ich den Stuhl nach da unten schmeißen? Geht das? Nope. Okay. Oh. Gott, oh Gott. Okay, hier kann ich überall in Deckung gehen. Warte mal, wo war noch meine Taschenlampe V? Wer liegt denn da? Okay. Wir gucken uns das da nicht weiter an. Telefonhörer ist auch nicht mehr dran, ne? Oh, okay, gucken wir uns das doch nochmal an. Von, wie hieß sie? Manuela Roberto. Öffnen. Wo ist... Oh Gott. Okay, wir... Oh, wieder so viele Möglichkeiten. Wir können da reingehen. Wir können da lang gehen. Wir können hier nach oben gehen. Okay, wir gehen da nicht lang. Auf gar keinen Fall. Okay. Oh, okay. Das ist ja... Warum? Ist das normal? Oh, hier geht's auch nochmal weiter. Oh no. Okay, aber hier oben geht's nicht weiter, ne? Also hier oben ist... Ende. Okay. Ja, wo gucken wir jetzt als erstes rein, Freunde? Clearen wir erstmal unten alles? Okay, komm, ich würde sagen... Das ist ja wieder nichts für meinen Orientierungssinn. Ja, auch für meinen nicht. Aber... Ja. Ja, komm, wir gucken uns einfach hier den ersten Raum an. Easy peasy. Das war jetzt genau einfach gar nicht angeklopft, sondern einfach direkt rein da.
so eine Säge? W und E? Oh Gott. Ey, das soll ich nachher in der Hektik hinkriegen? W und E, ich drück doch sonst Leertaste. Okay, welche Informationen haben wir denn jetzt? Foto eines weiteren Opfers. Das Foto eines weiteren Opfers, das ist eine Mobius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf. Sieht aus, als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Ist das jetzt immer noch derselbe, den wir ganz am Anfang hatten, oder ist das jetzt ein neues Foto? Okay, Tür ist zu. Tür ist zu. Gut, wir sollten hier nur das Foto finden. Ah, das würde aber auch gehen. Okay, das ist gut zu wissen. Wenn ich da hinsprinte, dann ist auch safe. Okay, cool, 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 cool. Dann ist es doch nicht so kompliziert, wenn ich mal wirklich wegrennen muss, wie so ein kleines Mädchen. So, hier kann ich bestimmt an der Seite doch lang gehen, oder? Oder? Aber. Nee, okay. Gut. Ich kann hier nichts machen. Dann gehen wir nach oben in diesen anderen wunderschönen Raum, den wir noch erkunden können. Ich weiß nicht, müssen wir den verfolgen? Das ist doch der Böse. Wir haben immer noch keine Waffe. Hat mich. Warum flackern jetzt hier die Dinger? Wo ist er hin? Hallo? Ist er jetzt hier nach... Wo ist er? Ist er einfach wieder verschwunden? Okay, er scheint einfach wieder... Was ist das denn für ein Vieh? Ein blutiger Fahrstuhl, klar, öffnet sich einfach. Ja, Logo. Da gehen wir auch gleich rein. Genau. Macht ja Sinn. Okay, was sehen wir denn hier? Rebirth. Wiedergeburt? Als was denn bitte? Okay. Jetzt sag mir nicht, ich kann hier auch noch rein. Alter, was für ein creepy Game. Eieiei, okay. Können wir hier rein? Nein, schade. Ey, ich geh doch jetzt nicht in diesen Fahrstuhl. Der voller Blut ist, davor ist Blut, drinnen ist Blut, alles. Oder? Ist das Blut? Also, hier vorne ist auf jeden Fall Blut. Oh nee, er ist einfach nur rot und abgenutzt. Ah, okay, ist doch kein Blut. Ah, okay, dann ist der natürlich viel sicherer. Nicht. Woher weiß er denn, welche Etage wir drücken müssen? Was machst du denn? Vor allen Dingen, gib mir eine Waffe! Ich würde sagen, wir haben es mit einem Künstler zu tun. Alles sehr... Ja, ja... Ja, aber der macht komische Kunst. Ach, Menno. Oh Gott. Oh Gott! Wo seid ihr denn auf einmal hergekommen? Oh. Mach doch nicht sowas. Oh. Oh. Oh, das ist ein Auge. Ich kann die auch noch anstupsen. Was ist jetzt? Was? Ist hier eine Kamera und eine Wand. Ich kann nicht mehr zurück. Ja, doch. Warum wären es denn immer mehr? Okay, kann ich mit der Kamera irgendwas machen? Nope. Wir können nichts mit der Kamera machen. Ah. Oh.
bestimmt safe. Und wir sind jetzt in einem komplett anderen Raum auf einmal. Oh, aber der Raum gefällt mir besser als diese ganzen Leichen. Was kann ich denn jetzt mit dem Auge machen? Kann ich jetzt da auch wieder irgendwie interagieren mit dem Ding? Oder muss ich hier irgendwie irgendeine Tastenkombi wieder drücken? Oder wartet jetzt? Lol, er hat ein Foto von mir gemacht. Was okay. Zur Hölle? Also er weiß auf jeden Fall, dass wir da sind. So eine Scheiße. Und wer war denn die Dame da? Wow! Fuck you! Wer bist du denn? Was das? Also dir gebe ich nicht die Hand. Ich bin weg. Er verbraucht Ausdauer. Ist aber no! Also, mach hinne! Oh Gott, die ist ja... Warum ist sie so schnell? Renn doch weiter! Warum... Was ziehst du jetzt? Alter, die ist aber flott unterwegs! Mach doch nicht so! Ja genau, die Tür wird sie jetzt aufhalten mit der Säge da! Warum ist jetzt hier auf einmal eine Kamera? Mist! Ich stecke hier fest. Ja. Nimm die Leiter. Nimm. Oder auch nicht. Und weg mit ihm. Kletter. Alter, was ist das für ein Gegner? Oh. Naja, wir sind weg. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Was zur Hölle ist das? Ja, wollen wir nicht wissen, oder? Also, nee. Oh, eine Ratte. Oh. What the? Es war auch viel zu friedlich bisher. Ja, war es auch. Irgendwie war viel zu ruhig auf einmal. Und dann denkt sich das Spiel, ja, nö. Okay, hier können wir runterspringen. Und wir haben immer noch keine Waffe. Ey, das ist das Schlimmste überhaupt. Ich kann mich nicht wehren. Nicht zu hören. Ja, nicht zu hören, heißt das jetzt was Gutes? Wollte ich denn jetzt hin? No. Okay. Ich kann nichts machen. Ja! Genau das ist auch meine Frage gewesen, ob du mich verarschen willst. Nun! Ja! Jetzt renne ich auf ihn zu und... Was war jetzt besser, oder was ist jetzt besser? What? Achso, E drücken. Okay. Und gib ihr. Ja. Lecker. Was sind wir denn jetzt auf einmal? Ich sag ja, Matrix ist schlimm. Okay. Was zum Teufel? Wir hüpfen von einem Portal ins nächste. Aber wir haben Messer. Das ist schon mal. Automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Toll. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Das ist schon mal nett. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sie sich schneller. Also suche bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. Ja, sind wir doch jetzt hier, oder? Oh, ich habe ein Feldmesser erhalten. Wie kann ich das jetzt... Ah. Okay. Also wir haben ein Feldmesser. Und können jetzt... Schlitz! Aber auch nicht so oft hintereinander. Okay, schade. Und ich weiß nicht, in welchem... jetzt? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß leider nicht, in welchem Haus wir hier sind. Okay, Waschbecken ohne Spiegel. Schöne Badewanne für Stevie. Kann er sich wieder ein kleines Bad machen. Und wir sind in irgendeiner Hütte im Wald. Okay. Das ist... Also...
Kennen wir die Hütte? Es ist unten. Oh! Spritzen! Die Herkunft des Medikaments in diesem Reisespritzen, das ist eine tolle Reisespritze, ist unbekannt, aber es stellt etwas Gesundheit her. Klar. Was? Maus 3 um... Was ist denn Maus 3, bitte? Ach, mein Scrollrad. Ach du Scheibenkleister. Schnellzugriff festlegen. Für Waffen kannst du Schnellzugriffe festlegen. Wähle eine Waffe aus und drücke die... Danach eine Schnellzugriffstaste, um sie einem Schnellgriffzugriff zuzuweisen. Okay, wenn ich jetzt sage 8, dann ist das auf meiner Spritze. Okay, finde ich toll. Cool. Okay, noch ein Hinweis. Tagebuch. Oh Gott, jetzt muss ich mal ganz kurz mich nochmal räuspern. Ist wieder eine Menge zu lesen. Tagebuch im verlassenen Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet: Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für dieses ganze verrückte, für die ganze verrückte Scheiße, die in den letzten Tagen passiert ist. Das schlimmste möglichste Szenario ist eingetreten, aber wenigstens muss ich nichts mehr vortäuschen. Diese Dinge, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es ist Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihren Seelen gnädig sein und meiner. Ja. Lesen fällt mir heute auch wieder ein bisschen schwerer, merke ich gerade. Aber kriegen wir hin, ne? Das machen wir schon easy. Informationen wurden hinzugefügt. Tab um Wechsel die registrierte Information anzusehen. Okay, Informationen. Wir haben eine Map. Okay. Cool. Hier müssen wir hin. Ach ne, hier ist ein Unterschlupf. Lol, wie groß ist denn diese Map, bitte? Okay, Inventar können wir hier reingucken. Ja. Messer und Dings. Armbrustbolzen, Komponenten. Okay, da haben wir noch nicht die Daten für. Informationen haben wir natürlich schon einiges gesammelt. Ein Foto eines weiteren Opfers. Ich dachte, da steht jetzt drin, ob das auch Baker ist. Eine Map. Ja. Und Statistiken. Okay, cool. So, jetzt ist die Frage, wir nehmen uns jetzt mal hier vorsichtshalber mal hier erstmal so ein Medikit. Zack, zack. Damit wir unsere Medikamente erstmal hier wieder aufbauschen. Und verlassen jetzt erstmal das Haus. Und gucken uns jetzt im Wald um. Wo auch immer wir hin müssen. Oh, endlich eine Pistole. Nice. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Ja. Haben wir auch Munition? Also, weil nur eine Pistole ist... Ja? Vielleicht ist das der richtige Ort. Für was denn? Lily. Ich hoffe, du bist hier. Okay, also er glaubt immer noch, dass wir Lily wirklich finden. Foto der Familie Castellanos. Dieses Foto, ich dachte, es wäre für immer im Feuer verloren gegangen. Ich weiß noch, als wir es geschossen haben. Lilys Atem roch nach Zuckerwatte. Und Myra sah so schön aus wie nie zuvor. Das ist wirklich schön. Schöne Scheiße ist das. Das ist auch so. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Ja, irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Genau. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Klar. Sag mal. Die schicken um mich hier rein. Und wissen gar nicht, wo sie mich hier reinschicken. Okay. Kann man machen? Muss man nicht machen. So, kann ich jetzt hier... Nee, ich will... Ich will das da auf 1 haben. So. Und ich habe 6 Schuss. Euer Ernst? 6 Schuss. Ah, da sind Vögel. Weisen die wieder auf irgendwelche Sachen hin? Oh, guck mal hier. Was? Was ist denn das hier? Kraut. Eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit diesen Komponenten können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Lol. Hat ja so ein bisschen Resident Evil Vibes.
ne? Mit dem Kraut, was man so finden kann. Kann man dann bestimmt irgendwie auch wieder zusammenmixen und dann ist es wieder ein Heilungskraut. Wäre natürlich nice. Okay, wir folgen jetzt mal diesem tollen Weg und gucken uns... Ja, du hast gleich keine Kondition mehr. Ja, du bist out of order. Meine Güte. Oh. Oh. Ei. Dir geht's nicht mehr so gut, glaube ich. Armer Mistkerl. Hier so verwesen zu müssen. So, warte mal, wir machen... Nee. Wir packen mal... wo ist mein Messer? Ich dachte, ich habe hier irgendwo noch mein Messer. Warte mal, mal ganz kurz noch mal gucken, weil, wo ist das jetzt hin? Ja, und ich möchte das gerne auf irgendeine Taste setzen. Geht das? Schade. Ich wollte nämlich gucken, ob ich das Auto irgendwie aufkriege, aber gut. Keine Sorge, Sebastian. Ich wollte jetzt nicht unbedingt da reinschießen. Es ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Ja. Zu ruhig. Ja. Ich glaube nämlich auch. Du musst essen. Hallo. Du musst essen. Hey! Was? Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Messer wird oben links noch angezeigt? Wo? Hallo? Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Okay, nein. Du musst essen. Lol, du nein. Musst essen. Mach doch. Haut und Knochen. Was spiele ich hier? Ich sagte es! Alter, ist ja meine! Na also. Weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Was ist denn das bitte? Hör doch auf! Was stimmt denn mit dir nicht? Okay, ich verstehe, was du machst. Schieß sie doch ins... Gesicht! Fuck! Alter, Falter. Also, und sie steht wieder auf. Oh Gott. Ja, ist klar. Der erste Schuss ging eiskalt daneben. Und der zweite war auch nicht besser. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich muss mal ganz kurz mir die Nase schnauben und so, weil irgendwie ist blöd gerade. Bin gleich wieder da, warte kurz. So. Ich hoffe, es geht jetzt besser. So, okay. Ja. Ah, Messer brauche ich also... Brauche ich gar nicht auswählen, ist einfach nur meine Maustaste. Okay. Ja, da können wir wieder das grüne Glibberzeug wieder einsammeln. Grünes G. Es ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Diese, das wird wieder wichtig werden, ne? Also wir müssen dann hier auf jeden Fall wieder sammeln. Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Alter. Ja, habe ich. Das ist hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Ja. Verdammt. Was zur Hölle ist passiert? Ja. Keine Ahnung. Sagst du? Also sag, aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman.
Überlass mir das. Oh, ich finde sie. Alter. Das ist doch nicht mehr normal, der arme Junge. Okay. So, hier draußen haben wir ja sie noch zu liegen, ne? Also hier. Genau. Wir haben einen Fernseher. Ich kann ihn benutzen. Oh no. Kann ich mich eigentlich auch hinsetzen? Nee. Schade. Gut, dann gucken wir mal in die zweite Etage, ob wir da auch nochmal eine Überraschung finden. Ich glaube, wir sollten vielleicht eine Taschenlampe anmachen, weil es doch ein bisschen dunkel. Ich habe noch 4 Schuss. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hallo? Hallo? Oh, was ist das denn hier? Schießpulver. Eine explosive Mischung aus Kalium, Nitrat, Schwefel und Holzkohle, die in Munition verwendet wird. 12 Jahrhunderte alt, aber heutzutage immer noch genauso effektiv wie damals. Mit diesen Komponenten können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Es ist wirklich verdächtig nah an Resident Evil. Ich bin ehrlich. Aber irgendwie gefällt es mir. Okay, also wir haben hier einen Raum mit einem Bett und super viel Blut. Ja. Und weiter? Okay, das war der einzige Raum hier oben. Obwohl, hier ist auch noch ein Raum, aber da kommen wir nicht rein. Okay. Heißt jetzt im Umkehrschluss, wir sollen gehen? Oder habe ich irgendwas übersehen? Gut, dann gehen wir einfach mal raus. Jo, gehen wir. Oh, guck mal, hier ist noch ein bisschen Kraut. Kommen wir eigentlich auch hier hinten lang? Anscheinend nicht. Da ist einfach mal so eine schöne unsichtbare Mauer. Schade. Dann gucken wir mal, können wir dann hier ins Auto, kommen wir auch nicht, okay. Dann müssen wir einfach weiterlaufen. Können wir eigentlich mit dem Messer, das wäre jetzt auch nochmal, okay. Können wir mit dem Messer eigentlich, Leute, was passiert hier? Du kannst Kisten zerstören und geringen Schaden verursachen. Genau, ich wollte mich gerade fragen, ob ich Kisten nämlich zerstören kann. Mit dem Messer. Und da finden wir Munition. Geil. Mach die Kiste kaputt. Okay, irgendwelche Waffenteile. Verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du an Werkbänken Waffen verbessern kannst. Kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Das hatten wir nämlich auch gehabt. Und wieder Schießpulver. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir die Kisten auch kaputt machen? Nee. Können wir nicht. Ich dachte, da steht jemand. Gut, dann gucken wir uns doch mal das Auto näher an. Vielleicht können wir ja mit dem Auto ein bisschen was machen. Ach, das sind die Reflexionen. Ich dachte mir gerade, warum ist denn da so grün? Was? Klettern? Okay, ich kann es auf... Ja, okay. Wir können auch vom Auto runterklettern und hochklettern. Können aber mit dem Auto leider nicht fahren. Schade. Bei so Gegnern wünsche ich mir manchmal schlechtere Grafik zurück. Ja, bei diesen... Was ist mit euch verkehrt? Okay, wir gehen erstmal hier oben gucken. Vielleicht finden wir hier oben noch ein paar Informationen. Bevor wir uns da in den Kampf reinschmeißen. Nee, wir haben hier auch wieder eine wunderschöne unsichtbare Wand. Was das Gebiet ganz klipp und klar absteckt. Aber wir können vom Wald aus uns anschleichen. Vielleicht. Damit wir nicht gleich so offen da rumstehen, auf dem Dings. Aber... Leute. Achso, das ist unser Team! Oder ein Teil von dem Team. Ich habe ja bessere Waffen. Pass doch auf! Okay. Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Scheiße. Ich verfolge die. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. Okay.
List- und Schleichangriffe. Schleichmodus aktivieren. Steuerung links. Gegner werden von allem durch Geräusche angezogen. Wenn du dich geduckt bewegst, kannst du das Geräusch deiner Schritte unterdrücken. Meine Güte, mit F. Mit einem Schleichangriff kannst du ahnungslose Gegner von hinten angreifen. Das ist natürlich... kannst du bitte... Okay, vielleicht doch nicht... Doch hier lang? Hä, die war doch gerade genau neben uns! Oder habe ich mich gerade verguckt? Okay. Wait a second. Wir nehmen erstmal hier die Pulle. Ja, ja, damit konnten wir ja Lärm machen. So, ah, Lenkung. Du kannst dich hinter Pflanzen verstecken, wenn dein Körper die Farbe wechselt, wirst du Licht entdeckt. Okay. Kann ich hier auch einfach... ohne jemanden töten zu müssen, vorbeigehen? Ginge das? Okay, warte, wir probieren jetzt mal den Schleichangriff aus. Fokus. Fokus. Oh, warte mal. Das ist natürlich jetzt tricky. Weil ich möchte dieses Gel haben, dieses grüne Geglibber. Und dafür müsste ich normalerweise, glaube ich, alle Gegner töten. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns den Spaß machen und wirklich mal versuchen, hier den Part zu clearen? So als Just for the Lul? Oder wollen wir die Story vorantreiben? Das könnt ihr jetzt gleich mal entscheiden, weil auch nicht jeder Gegner auch wirklich Flüssigkeiten da lässt. Aber der Großteil eigentlich. Das war unser Team, ja, das war unser Team, Alter. Vor allen Dingen, ich würde gerne wissen, ob ich den nach vorne mir greifen kann, weil der hat eine geile Waffe gehabt. Ich würde gerne die Waffe haben wollen. Wenn ich sie denn nehmen kann. Und für mich ist eben halt auch nochmal wichtig zu wissen, sind die blind? Sind die... Oder können die mich sehen? Okay, die Frage wird gerade beantwortet, danke. Entdeckungssymbol. Wenn ein Gegner deine Anwesenheit bemerkt, erscheint am oberen Bildschirmrand ein Entdeckungssymbol in Form eines Auges. Wunderschön. Wenn der Gegner dich endgültig bemerkt hat, öffnet sich das Auge vollständig. Das ist schlecht. Sobald ein Gegner auf dich aufmerksam wird, weil du Geräusche verursachst, erscheinen Schallwellensymbolen. Okay. Lol, wo kommt die denn auf einmal her? Okay, warte. So, okay, ich hab nicht mehr allzu viel aus. Hier kann ich nicht hoch. Lol, lass mich los. Nein. Nein! Hört doch auf! Seid lieb! Hast du eine Waffe? Ich will deine Waffe haben. Nein, keine Waffe. Ja, 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 lass mich. Willst du jetzt eigentlich hier runter? Aha! Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Ich hab gesagt, nö! Ich hab das auch gleich. Nö, nö, nö. Okay, komm, wir versuchen es doch nicht. Wir verdünnisieren uns. Leute, kriege ich die ganze Zeit Schaden, obwohl ich in dieser Cutscene bin? Wie unfair ist denn das bitte? Okay. Das müsste eigentlich halten. Kann ich dir eigentlich jetzt direkt ins Gesicht schießen? Ich lasse es. Ich habe nicht so viel Munition. Ja, ich habe versucht, das auf Lul-mäßiges zu machen, aber ich bin kläglich gescheitert. Sorry dafür. Das war nicht so gut. Ich bin fast gestorben. Muss man ja auch sagen. Zum Glück gibt es Erste Hilfe. Erste Hilfe. Sehr gut.
Okay, okay, okay. Wir looten erstmal hier so ein bisschen durch. Vielleicht finden wir ein bisschen Munition und Heilung. Wir heilen uns aber auch dementsprechend erstmal. Okay, hier unten. Also wir sind nicht alleine. Wir laden mal ganz kurz. Achso, nachladen können wir nicht, weil wir haben nicht mehr so viel Schuss, ne? 4 Schuss noch. Bleiben Sie, wo Sie sind! Hey, ganz ruhig, okay. Ganz ruhig. Alles ist gut. Easy. Nicht schießen. Ey, ich bin Freund. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Ja. Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Nee. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, beruhig dich. Ja, habe ich. Nimm doch bitte die Waffen mal Zum runter. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Du hast die Waffe nicht entsichert, ne? Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Und da ist ein Safe Point. Ich bin O'Neill. O'Neill? Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen's erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie's, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Oh Gott, ich kann jetzt hier auch noch Sachen auswählen? Why? Die Mission. Also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Ja, anscheinend nicht. Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, Sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen.
Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Naja. Okay, Vorräte? Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich zwei Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Also nett, dass er uns ein bisschen was markiert, wo wir stärkere Waffen anscheinend finden werden. Hoffe ich. Okay. Das heißt, er bleibt hier. Und wir gehen jetzt draußen gucken und ja. So, komme ich hier wieder zurück? Achso, cool. Aber wenn du Munition hast, dann gib mir doch ein bisschen was ab, Junge. Ach nee, was machst du denn da? Okay. Gut, wir speichern erstmal zwischen. Mal wichtig, speichern. Überschreiben. So. So, 4 Schuss. Das ist nicht die Welt, Freunde. Kann ich denn hier irgendwo... Oh, warte mal, hier. Juhuhuhu. Was ist denn das hier? Vorratskasten. In jedem Unterschub steht ein Vorratskasten, dessen Inhalt im Laufe der Zeit immer wieder aufgefüllt wird. Vergiss nicht, hin und wieder hier vorbeizuschauen, wenn deine Vorräte zu Neige gehen. Das ist mal cool. Das finde ich sehr nice. So, jetzt haben wir zumindest schon mal 18 Schuss. Können direkt Kaffee... Was? Wieso Kaffeemaschine? Wo ist denn jetzt hier eine Kaffeemaschine? Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauchen nach Gebrauch eine weitere Kanne. Was? Kaffeemaschinen brauen nach Gebrauch eine weitere Kanne. Aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Achso, okay. Wo ist denn? Ach, hier ist eine Kaffeemaschine. Tja, das ist ja cool. Na, dann trinken wir erstmal ein Käffchen. Lecker Käffchen. Erstmal schön Gesundheit hier aufpumpen. Ja, komm. Mal schön einen Schluck Kaffee. Sehr gut. Das tut gut. Okay, was finden wir jetzt hier? Oh, hier, wieder für Stevie. Europaletten. Da sind sie wieder. Oh no, die Krankenschwester. Die kennen wir doch aus der ersten Staffel. Was zum... Wer war das? Und auch die Melodie kennen wir aus der ersten Staffel. Lol, er hat einfach aufgeschlossen. Okay, kann ich jetzt auch hier wieder rein? Ist ein Fluch mit diesen Dingern. Ja, aber wir gucken mal ganz kurz, was uns der Spiegel bringt. Lol, okay, was? Wir werden zurück teleportiert zu... in unser Büro? Okay, hier haben wir aber auch eine Werkbank. Kann ich hier rein? Hallo? Ich kann hier nicht rein.
Jetzt kommt das Glibberzeug, wa? Kann das jetzt hier Flashback? Okay. Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Nee, wir können ja unsere Fähigkeiten verbessern. Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Nee. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Tatiana heißt sie, okay. Sie wirken müde, Detective. Ich kann sie wieder in Form bringen. So wie früher. Ach so, sie meinte so, okay. Ich dachte so Hashtag ab 18 oder so. Aber mir ist ja egal. Ei, okay, wir haben nämlich 700 grüne Skill. Wir können nämlich unsere Gesundheit nämlich noch verbessern. Wir könnten Athletik verbessern, okay. Heilung, List. Kaufe Fertigkeiten, um dich besser zu verstecken und lautloser vorzugehen. Kaufe Fertigkeiten, um deinen Umgang mit Feuerwaffen und deinen Nahkampf zu verbessern. Oh. Bin ja immer für Nahkampf, ich bin aber auch für Heilung. Kann ich nicht. Kostet 1500. Was sind das für 4000, 3000, 4000? Wollt ihr mich? Was ist das denn? Verbrauche ein rotes Gel, um deine Fertigkeiten auf diesem Pfad weiterzuentwickeln. Es gibt rotes Gel. Okay. 1500? Warum kostet denn immer die ersten Steps auf einmal so viel? Ich hab doch nur 700. Ja, okay. Also wir können nichts verbessern. Na dann, ich verstehe, reden wir mal mit ihr. Dieser Ort. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Nee. Das hier ist Union. Ja. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände. Der Stuhl. Sie. Als hätte sich rein gar nichts verändert. Na, doch schon ein bisschen. Können wir einfach aufstehen? Aber wir können ja eh nichts herstellen. Wir haben ja nur 700 grünes Gel. Was? Wo ist denn jetzt die Katze auf einmal? Ach, jetzt kann ich in mein Büro rein. Jetzt darf ich. Mann! Erschreckt mich nicht so. Obwohl, Ausdauer könnte ich eigentlich, glaube ich, mal ein bisschen aufpumpen, wa? Das ist das, was mich, glaube ich, am meisten dann wieder nervt. Gut. Na dann, auf geht's. Ach nee, falsche Taste. Auf geht's Richtung Resonanzen oder Mobius Transporter? Was ist denn das Grüne? Die Abtrünnigen. Untersuche die Mobius Resonanzen. Okay. Ja, dann gehen wir, glaube ich, als erstes mal. Hä? Ja, zu den Resonanzen wahrscheinlich. Benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuführen. Okay. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Ich kann aber nicht. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lily. Oh, okay, und. Ach so. Ach, ich muss den immer wieder ausrüsten. Oh, lol. Das ist ja. Was ist denn jetzt los? Warum? Okay, Erdbeben.
solange der Unterschlupf von dem Typen da nicht weggeäugelt wird, ist alles cool. Ich glaube, den Typen brauchen wir nämlich noch. Oh oh. Warum guckst du nur so weit weg? Was zur Hölle? Nein, 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 bitte nicht. Was ist denn jetzt los? Wenn Union weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Doppelt drücken, um Tür aufzutreten. Finde ich auch mal ganz toll. Oder einfach gegenrennen. Das geht übrigens auch. Haben wir hier was? Oh ja, wir können noch eine Flasche mitnehmen. Sehr, sehr gut. Für die Ablenkung. Später. Und wir gucken jetzt erstmal nach... Loot, Loot, Loot. Wie immer. Loot, Loot, Loot. Der tut uns gut. Aha. Oh Gott. Nee, kann ich hier rüber? Nee, kann ich auch nicht, okay. Hört uns wer? Oder warum ist es jetzt so... gerade gewesen? Ah, wollte ich nicht. Falsche Taste. Oh ja, 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 ja. Also Loot ist immer... immer gut. Eine kleine Sicherung aus einem elektrischen Verteiler. Leider ist es nicht möglich, defekte Verteilerkästen damit zu reparieren. Mit diesen Komponenten können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Aha. Oh no. Hier geht's nochmal in den Keller. Und hier sind ganz viele Kisten. Okay. Das ist die Frage, sollen wir hier wirklich runtergehen? Das ist ein Point of No Return, I don't know. Aber wir gucken trotzdem mal rein, vielleicht finden wir ja noch weitere... Ressourcen. Oder Informationen. Oder einen Serverraum mit einer Überwachungskamera. Hä? Was ist das denn für ein Ding hier? Dieser Computer funktioniert noch. Was zur... Okay. Noch ein Computer. Das Waffenarsenal? Kriege ich hier neue Waffen? Also, wenn es das Ding Waffenarsenal heißt, dann geht man ja davon aus, dass man hier Waffen findet, oder nicht? Oder so eine Schrotflinte wäre zum Beispiel schön. Munition kann ich nicht mehr nehmen, weil ich habe zu viel davon. Auch selten, dass man mal sagt, ich habe zu viel Munition. Aber ich würde gern dennoch eine andere Waffe noch bevorzugen. Gäbe es da noch Möglichkeiten? Weil, wo genau sind wir jetzt? Use stairs in case of the fire. Do not use elevator. Das sollte man grundsätzlich beherzigen. Okay, hier gibt es noch ein bisschen Crowd. Hallo? Hallo? Da ist niemand da. Okay. Okay. Cool für mich. Gib mir mal ganz kurz so ein Fläschchen. Ja. Ah, jetzt ist sie nicht geil drauf. Jetzt hat sie Bock. Jetzt hat sie Bock. Immer weiter nach da. Immer schön weiter nach da gehen. Ja, 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 ja. Jetzt komme ich von hinten. Und auf Wiedersehen. Puh. Und auch nicht.
Quatsch und Ruhe hier. Meine Güte. Ich dachte, die ist denn mit dem Knife Ende. Nee, sie überlebt. Das Ding war direkt im Kopf. Wie? Aber wir kriegen wieder neues Geglibber. Finde ich okay. Jetzt haben wir nämlich 1900, ne? Also war anscheinend ein etwas schwieriger Gegner. Okay. Okay. Oh, Mann. Gut. Aber beantwortet mir immer noch nicht die Frage, wo ich hier bin. Die Tür auf. Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit Rost an den Enden. Als Schläger nicht unbedingt geeignet. Außerdem hast du ja eine Schusswaffe. Genau. Mit den Komponenten kannst du nützliche Gegenstände wiederherstellen. Okay. Also. Das muss doch jetzt nicht so laut sein, oder, Freunde? Also da hinten ist auf jeden Fall ein bisschen Party. Rauchpulver. Dieses Trockenpulver setzt eine Rauchwolke frei, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Aha. Kann ich damit Brandmunition herstellen? Warte mal, wir gehen noch mal ganz kurz raus. Ich weiß nämlich nicht, ob wir auch komplett wieder zurück können müssen nachher. Weil hier waren doch auch noch Kisten. Glaube ich. Kann ich die auch kaputt machen? Also sowas wie die da? Nope. Also wollte ich die auch nicht probieren? Okay. Nee, schade. Ich dachte, ich könnte noch... anders... was machen. Okay. Dann gucken wir uns doch mal die Geräusche an. Wechsel mal ganz schnell auf die andere Waffe. Mit euch verkehrt. Okay, also du bist, glaube ich, weg vom Fenster. Alter, da liegt ein Arm, da liegt ein Bein. Also, Junge. Ist vorbei? Ja, okay. So stelle ich mir das vor beim Schleichangriff, ja? Schleichangriff, zack, vorbei, Ende im Gelände und gut ist. Aber nicht so wie mit der Dame da gerade eben. Also die Dame, die war ja gerade, also so. Oh, dass sie das auch noch überlebt? Was ist mit dir los? Kann ich nicht. Okay, schade. Okay, dann können wir nur durch diese wunderschöne Tür. Wir klopfen auch gar nicht an, sondern wir treten einfach ein. Aha. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwas einsetzen. Unser Funkgerät oder so. Defekte Verteilerkästen. Defekte Verteilerkästen können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hütterarmbrust drauf abfeuerst. Was wir beides nicht haben. Ist ja ein Träumchen. Benutze WS, um die Höhe und AD, um die Breite zu skalieren. Okay. Ich verstehe. Wir müssen die... Oh, ist aber auch... Endriegel. Hart sensibel. Aber kriegen wir hin. Der Vater ist auch wieder mit dabei. Yay! Ja, da hatte wieder jemand Hunger. Hey, der Vater. Willkommen bei The Evil Within. 2. Ich hab hier gerade ein. Okay, ich kann nicht mehr Munition mitnehmen. Das ist echt nicht schön. Ich würde gerne so viel Munition wie möglich mit mir tragen wollen. Was ist das denn? Erste-Hilfe-Koffer. Enthält Medikamente, die eine mittlere Menge Gesundheit wiederherstellen, besser als eine Spritze. Schön. Was gibt's hier? Oh, bitte eine Schrotflinte. Bitte. Sieh an. Take it. Die nehme ich. Ja, die würde ich an deiner Stelle auch nehmen. Packen wir mal gleich auf Slot 2. So. Was haben wir hier noch? Mach mal auf. Wie hier nochmal? Granatwerfer? I don't know. Okay, wir haben hier nur Waffenteile. Schade. Also, ist immer noch gut.
Brauchen wir, ne? Ohne Schießpulver und so. Munition für die Schrotflinte, auch wichtig. Und eine Axt können wir. Ach nee, die können wir nicht mehr mitnehmen, weil wir haben ja noch eine vollständige Axt. Ja. Und das war's, oder wie? Jetzt kann ich wieder zurücklaufen. Sehe ich das richtig? Die kann nicht mehr als 3 Schuss habe ich da nur drin. Okay. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Lol, wo kommst du denn auf einmal her hier? Okay. Sie steht einfach auf. Ich gehe mal von aus, ich hätte das eigentlich eher mit der Schrotflinte machen sollen, aber 2 Schuss mit der Pistole waren auch okay. Für mich. Okay, jetzt gehen wir wieder raus und dann versuchen wir immer noch das Signal zu finden von unserer Tochter. Richtig? Wo geht's hier weiter? Hier geht's weiter, genau. Hier war jetzt. Oh. Sorry. Oh, der hatte sogar noch. Ey. Dass ich immer manchmal den ersten Schuss so versemmel, das ärgert mich, ey. Weil der immer so schön blöd hin und her wackelt. Aber wir brauchen das Gel, um unsere. Ne, wisst ihr ja? Um uns zu verbessern. Was ist das denn? Sind es wieder diese Leichenschrankschlüssel? Mit diesen altmodischen Schlüsseln kannst du die Leichenschränke in Schwester Tatjanas Leichenhalle öffnen. Jawohl! Da gibt es nämlich dann wieder so nice Stuff, den wir wieder mitnehmen können. Das ist das. Ja, 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 ja. Das kennen wir noch aus dem ersten Part. Ne, weil im ersten Part haben wir das ja schon sehr oft gemacht. Wir haben zwar nicht alle Schlüssel, glaube ich, gefunden damals. Aber wir wissen, was die Schlüssel bedeuten. Weil da kriegen wir nämlich dann Munition, Gesundheit und verschiedenste Sachen können wir dadurch wiederherstellen. So. Jetzt können wir doch mal gucken, können wir hier jetzt noch. Ja, die Munition können wir zum Teil nehmen, aber wir können nur 20 aufnehmen. Das ärgert mich, dass wir nicht alles mitnehmen können. Aber gut. Dann ist es halt so. Und wir gehen erstmal. Wir teleportieren uns jetzt wieder Matrix-mäßig zurück. In die Union Avenue 322 oder so. So. Jetzt sind wir wieder in unserem tollen Serverraum. Gehen jetzt hier wieder raus. Und versuchen jetzt dann weiterhin das Signal zu erfassen von unserer Tochter. Die wir ja suchen. Okay, geh. Sind wir dann immer noch auf der richtigen. Nee, sind wir nicht. Verdammt. Was? Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Ich weiß nicht, war das jetzt gut? Nicht gut? War ziemlich laut. Oh, ich bin jetzt, ey, ich muss jetzt wirklich mal gucken, kann ich in jedes Haus rein? Und gibt's in jedem Haus irgendwelche Ressourcen? Das wäre jetzt natürlich richtig pay. Sich alles, jedes Haus einzeln anzugucken. Oh man, das wäre jetzt. Das wäre hart. Würde ich zwar machen, aber es wäre hart. So, hier ist auch schon wieder irgendwie. Party. Oh, hier unten sind auch noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Oh Gott, ey, ich sehe es doch schon. Achso, okay. Die Axt kann ich nicht mehr mitnehmen, weil ich kann ja nur eine Axt tragen. Hier noch. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon-Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective.
Akte Nummer 15. Gespräch mit die Akte Nummer 15. Pack mal weg wieder. Hallo? Jemand zu Hause? Der Vater? Die Mutti? Jojo? Der Junge? Irgendwer hier? Was? Wie? Wo? Was? Was? Ja, das habe ich doch gerade schon gehört. Lol, das kommt aus diesem Gebäude hier. Okay. Dann müssen wir dem auf die Spur gehen. Oh, das war jetzt aber laut. Das ist ja die ganze Zeit laut, das Treten, aber... Eieiei. Warum ist hier... Ja, jetzt steht ihr alle auf. Klar, jetzt werdet ihr alle wach. Nee, richtig so. Genau. Hä, das ist doch aber dann hier drinnen. Also, mal blöd gefragt, wenn ich jetzt dieses Resonanzding da habe, weil ich bin ja in dem Haus, war es ja. Muss ich das irgendwo ausschalten? Weil... Ja, Gespräch mit Sebastian Castellanos. Akte Nummer 15. Gespräch mit... Okay. I don't get it. Ich... Okay, warte. Wir machen mal Taschenlampe an, ich sehe nichts mehr. Okay, wieder so ein Sicherungsding. Nochmal Waffenteile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Upstairs? Ja, upstairs. Warum hat man hier so eine Liege? KCPD-Anfrage für psychiatrisches Gutachten. Datum 17. November 2014. Detective Sergeant Castellanos. Nach dem Ereignis in der Beacon-Nervenklinik im Oktober 2014 sind laut Abteilungsrichtlinien dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für Ausbildung und Standards, um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Einsatzeignung, meine Güte, festzulegen. Dwayne Wright, Polizeipsychologischer Dienst, handschriftliche Notiz. Sebastian, keine Sorge, machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standardvorgehensweise. Jim. Ist ja ein toller Psychologe, der dann einfach sagt, ja, mach dir keinen Kopf. Wo zum Teufel kommt die denn her? Machst ein paar Anfragen. Okay, aber damit haben wir jetzt, glaube ich, dann auch die Quelle. Ah, damit haben wir jetzt nämlich auch die Quelle des Geräusches? Deaktiviert. Warte mal. Warum hat sich das Haus verändert? Hä? Der Raum ist noch gleich geblieben, aber der hat sich doch hier komplett um... Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon-Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Das bin ich. Ja, das sind wir. Und wo sind wir denn jetzt schon wieder? Was? Ich komme hier nicht mehr raus. Was? Muss ich jetzt irgendwo hin? Wer bist du denn gewesen? Gott. Noch eine weitere Information. Okay, was haben wir hier gefunden? Psychiatrisches Gutachten, oberes Teil. Akte 15. Psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detektiv Oder
und Junior-Detektiv Kidman freigesprochen wurde, sind Detektiv Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Bacon-Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse in Bacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detektiv Castellanos die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Toller Typ. Hölle, eine vollkommen andere Welt. Und das wo kommen die Viecher denn her? Nein, verdammt. Hören Sie mir überhaupt zu? Mir ist klar, dass Sie einiges durchmachen mussten. Das war die Therapie, zu der Sie mich geschickt hatten. Was war das jetzt gerade für ein Eimer und Blut und... Was läuft denn bei den Leuten nicht richtig? So, okay, ich komme hier nicht mehr raus. Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich hier hinten raus? Oh, ich weiß nicht, ob... soll ich ihm folgen? Okay, wir können ihm nicht folgen. Cool. Ich komme aus der Wohnung nicht mehr hier raus. Was ist denn mit euch verkehrt? Ist hier noch was? Nee. Was ist denn mit euch? Warum? Was ist denn? Was soll ich denn jetzt machen? Das war nur ein Fiebertraum. Eine Erfindung ihrer Fantasie. Es war kein Traum. Ich war im Verstand eines Killers. Es war so real, wie Sie es sind. Mag sein. Aber was nützt es, an dieser Version der Realität festzuhalten? Wenn wir Sie von diesem Gedanken befreien, wird es vielleicht leichter für Sie. Was? Hat er mich nur behandelt? Oder wusste er mehr als ich? Ja, der wusste... Okay, dann gehen wir doch mal ins Badezimmer. Was steht da? You cannot keep me here. Ja. Okay. Du kannst mich hier nicht festhalten? Ah, es passiert doch gleich was. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob ich da hinrenne. Hallo? Oh. Ach, guck mal, da ist ein neues Dia-Band, was wir für die Dia-Show nutzen können. Toll, 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 toll. Bacon. Ja, Bacon, ja. Das kann nicht sein. Leider doch. Oh. Mann, diese Türen. Wer ist er? Ich wollte es ausprobieren. Aber nachher schieße ich auf mich selber, ist ja auch blöd. Ah nee, das ist hier, wie hieß er denn aus dem ersten Teil? Detective John, der Aushilfstyp? War das nicht so? Oder sind wir das? Das sind wir? Joseph! Danke. Herr Junge, also Joseph. Aber das sind wir. Oder?
verwandeln wir uns jetzt? Fass ihn doch nicht an. Mach es nicht. Genau deswegen mach es nicht. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Was steht denn da oben bitte jetzt auf der... Waren das nur Erinnerungen? Ja, also... Achso, so was gibt es? Oh Gott! Sebastian, alles in Ordnung? Deine Werte haben verrückt gespielt. Du hattest fast einen Herzstillstand. Ich hab Beacon gesehen. Ich war wieder dort. Wie kann das sein? Dieser Stem ist völlig neu. Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Gott, ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Hier ist es schon schlimm genug. Ich will die Vergangenheit nicht immer wieder erleben. Ja. Wäre schön, aber... wir kriegen unsere ersten Bolzen, Harpunenbolzen. Mit diesem Armbrustbolzen spießt du getroffene Gegner auf. Harpunenbolzen erzeugen beim Abfeuern keine Geräusche und können daher in bestimmten Situationen recht nützlich sein. Harpunenbolzen können aus Metallrohren hergestellt werden. Spielt mit mir. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Lilly finden. So, rotes Gel. Dieses geheimnisvolle blutrote Flüssigkeit wird verwendet, um gesperrte Fertigkeitsverbesserungen freizuschalten. Das haben wir vorhin schon mal kurz gesehen. Rotes Gel. Wir haben zumindest schon mal eins gefunden. So, jetzt ist die große Frage der Fragen. Wollen wir jetzt nochmal hier rein? Da können wir nicht rein. Okay, schade. Dann gehen wir jetzt hier raus. Ich weiß, warum wir wieder in die, warum wir in das Haus gegangen sind, aber ja, gut. Na gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Gucken mal ganz kurz. Ja, ist klar, wir müssen genau in die Richtung, wo die meisten Leute sind. Und vor allen Dingen, was ist er hier? Warum ist denn der hier so... Ist das ein Special-Typ? Also ich hoffe nicht. Das Viech macht mir richtig Heidenangst. Das sieht so endgültig aus. So, als ob ich das nicht umgehen könnte. Wer bist du denn? Ist der einfach in der Kiste drin? Surprise, surprise! Was war das denn jetzt gerade? Das war jetzt mein Nachbar über mir. Der schon wieder Henkemen-Tank gespielt. Lol, wir können Autoscheiben kaputt machen. Okay. Ja. Ich wette mit euch, wir müssen da oben hin. So, jetzt ist... Ja, wir müssen da hoch, aber ich hab nicht mehr so viel. Hat der einen Molotow in der Hand? Mutti ist auch wieder da, hey Mutti! Wir spielen gerade The Evil Within und sind hier gerade echt am gucken, dass wir hier überleben. Der hat einen Molotow in der Hand, das ist doch... Das ist nicht fair. Okay. Dreh dich mal, geh mal in die... Ja, geh mal dahin. Bleib mal hier. Bleib mal kurz stehen. Ganz kurz. Das war gar nicht gut. Oh.
Lass mich doch in Ruhe. Nein, nein, nein. Freunde, wir probieren mal was aus. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Geht mal da hinten hin. Okay, das hat nicht so hingehauen, wie ich mir dachte. Schade. Oh Gott, das wird echt heavy. Also da bis nach da oben zu kommen, ohne gesehen zu werden. Könnte schwierig werden, könnte schwierig werden. Ich komm mit dem Messer. Du, ich mach hier Munition sparen. Nein, 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 nein. Okay, das ist keine gute Idee mit dem Messer. Gar nicht gut. Wo sind sie denn jetzt? Sehe ich die? Ja. Das war jetzt der Fail des Tages vom Knopfdrücken her. Hey, der kommt ja auch noch hier hin, oder was? Alter Falter, Falter, Falter. Hey, ist ja... Puh. Okay. So. Kurz beruhigen wir uns hier. Was haben wir denn jetzt hier alles? Benni hat die Hose voll. Ich habe die Hose gar nicht voll, der Vater. Ich bin hier mutig, es... gar nicht. Ich habe die Hosen voll vor dem Typen da. Nee, ich will nichts schmeißen. Also der mit dieser Aura da so rundherum, ne? Also... Das ist... weiß ich nicht. Es scheint mir sehr gefährlich zu sein. Jetzt ist die große Frage. Wir haben 2 in Magazin, 8 Reserve. Wir haben 6 im Magazin, 11 Reserve. Freunde, wollen wir probieren, uns durchzuballern oder wollen wir... nee, ich glaube durchballern... Macht durchballern Sinn? Also, ich habe echt Schiss vor dem Viech da vorne. Was für ein Assassin. Steh auf. Oh, nachladen. 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 Geh weg da. Nachladen. Oh Gott, ich habe nicht mehr so viel Munition. Okay, sie ist tot. Ja, 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 ja. Und jetzt kommen noch die anderen hier. Er hier. Tschüss. Nein. Lass mich in Ruhe. Warte, warte kurz. Ich muss kurz die Waffen wechseln. Nein, 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 nein. Lass mich. Okay, okay. Jetzt kriegst du hier Nahkampf. Du willst Nahkampf? Wir machen Nahkampf. Meine Güte, oh. Achso, da ist ja noch einer. So, kommst du jetzt hier auch her? Ein bisschen was mit dem Messer. 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 Okay. Das war viel zu kostspielig. Ich habe viel zu viel Leben verloren und viel zu wenig gewonnen. Also bis auf dieses ganze Gel, was wir nachher für die Verbesserung benötigen. Aber das ist heftig. Heilen, aber wir leben noch. Ja, ja, wir heilen uns jetzt auch. Einmal. Mehr muss es für, also... Warum kommt er denn jetzt auf einmal? Ach doch. So, fall um. Danke.
Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, so eine Kacke. Aber ich verbrate viel zu viel Munition. Gut. Wir gehen einfach mal weiter. Wir umlaufen den Typen hier. In der Hoffnung, dass er uns jetzt hier nicht sieht. Weil ich will jetzt nicht noch weiter Munition verschwenden. Bin ich ehrlich. Wir haben nur noch 6 von 6 Schuss. Also, nee, 6. Also, wir haben 12 Schuss. Entschuldigung, 6 von 6 ist auch blöd. So, aber hier vorne müsste das mit dem Mädchen sein. Bei der Tankstelle. Was war das? Vor allen Dingen, was ist da für ein Schatten da? Nein, 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 nein. Mach doch mal richtig. Was zur... Oh no. Okay, wir folgen den kleinen Fingerabdrücken. Wir sind immer noch auf der Suche nach Lilly, nach unserer Tochter. Kannst du hier auch einfach reingehen? Lilly! Bist du hier? Wo bist du? Ich bin's. Oh, wo ist sie hin? Okay, das sieht alles nicht so gut aus, vor allem nicht mit dem Blut. Okay. Lilly! Lilly! Bist du hier drin? Alles gut. Komm raus. Ich bin's. Komm, bitte. Verdammt. Okay, ganz ruhig. Ja. Wie komme ich da rein? Wie unauffällig dieser Schwenk von der Kamera nach da unten links gerichtet wurde, um mir mitzuteilen, da unten ist bestimmt nicht der Durchgang. Ach, ist das schön. So, dann kriechen, durchkriechen. Ach so. Ach so, ich kann... Okay. So, wo ist jetzt unsere Tochter? Ich glaube immer noch nicht, dass die Tochter hier in unserer Matrix drin ist, sondern dass es einfach nur so ein Bait ist von Kidman. Lilly war hier. Sie ist abgehauen. Lilly. Oh Gott, sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Okay,